Na Fries, mein Name ist Sofian, ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um... Hallo, Bramiskis und Bratschikas und Migos und Schrappchikas. Ich darf euch heute wieder zu einem begrüßen, zu einem neuen Video begrüßen, zu einer neuen Reaction. Heute geht es um... Merro. Es wird Zeit, wenn du schießt, pumpen wir Hoodies in Cap on the Wheel. Machen Hits und die feiert uns böse. Macht euch mal locker, wenn du schießt, wenn du schießt, wenn du schießt. Ich hab mir ein bisschen darüber Gedanken und ich bin so ein bisschen zum Entschluss gekommen, dass ich das gut finde. Kritik der Fans gehört. Gute. Ich spiele nach etwas komplett neuem Stil. Meiner Meinung nach ist man mit Ole Ole dem Ganzen schon etwas nachgegangen und setzt mit No Name nochmal einen drauf, wo wir auf den Trailer reagiert haben und festgestellt haben, dass das Ganze in Richtung von Reggae geht. Meiner Ansicht nach, okay, wo in dieser Promophase, glaube ich, so ein bisschen der Fehler passiert ist, ist mit dem Track Mein Kopf gewesen, der von dem Sound ja Yahero Yamero etwas wieder geähnelt hat und dadurch natürlich die Fans wieder den Eindruck gekriegt haben, dass der Sound sich wieder in die gleiche Richtung bewegt. Ich glaube, wäre dieses Release nicht passiert, würde die allgemeine Meinung zu Unikat, glaube ich, etwas besser aussehen, da man mit Ole Birren, Ole Ole, okay, und No Name, No Name, No Name drei komplett verschiedene Styles gehabt hat und gewisserweise auch sehr variabel gewesen wäre. Trotz allem schauen wir rein in No Name und mal sehen, ob Mero den Reggae-Style drauf hat. Okay, schauen wir mal, ob er einen drauf hat. Sofian ist am Start, lauf, Low MS Videos ist am Start, Low ist am Start. Wartet mal, wer ist überhaupt der Beat-Produzent? Das will ich mal gerne nochmal gucken. Gerne mal schauen, wer der Beat-Produzent ist. Okay. Wartet. Tak, 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 tak. Oh! Mix Mastering. Weil ich habe das Gefühl, dass es. Irgendwas sagt mir, das ist ein Sample-Beat. Also es wurde gesampelt, weil ich habe den Beat in der Abfolge und den Rhythmus schon mal irgendwo gehört. Aber ich glaube, der ist gesampelt worden. Wenn ich mich nicht irre, wenn ich mich nicht irre. Deswegen wurde auch der Beat-Produzent nicht angegeben. Slashy. Hallo Bramiskis und Bratschikas und die Neuesten auf diesem Kanal. Dann abonniert diesen Kanal, dann gehört auch zu den Bramiskis und Bratschikas und zu der Stay TikTok Gang, zu der Stay TikTok Music Family. Heute testen wir eins von diesen beiden Spielen, nein Spaß, heute testen wir dieses Spiel. Ja. Entschuldigung für das komische Intro, aber ich wollte es mal ausprobieren. Let's go. Okay, das ist dasselbe wie das andere Spiel, das wir schon getestet haben. Okay. Okay, reset. Ich weiß nicht, wie euch das gefällt, aber mir gefällt so ein Spiel nicht. Also auch vor allem, weil ich nicht gut drin bin, aber mir gefällt es auch nicht. Wenn es euch gefällt, dann zeige ich euch, also da steht hier oben, wie es heißt, wenn es euch gefällt. Ladet das jetzt runter, sonst halt nicht. Und ich wollte nur sagen, das ist auch keine Werbung, sondern halt nur ein Test. Ich lösche es wieder. Aber das Ramp... Hab ich schon mal getestet, ist richtig geil. Vor allem das pumpe ich noch so richtig. Das ist ein habe ich auch genau, ja, egal. Wo gehen wir jetzt auf? Ne? Klar, auf das.
seid ihr mir schon mal begegnet, dann schreibt es in die Kommentare, das wäre nämlich richtig geil. Wartet. Ah, nein. Ja, Piratin, ja! Ja, Bratan, ja! Gut, dann tun wir gleich mal resetten, Bratan. Bramiskis. Level 4. Level 5, alter Bratan, ich bin gut, Bramiskis, ich bin gut, Bramiskis. Ich tue es mal statt ihm. Und let's go. Ah, der geht gleich auf volle Pulle. Da müssen wir natürlich auch gleich mal auf volle Verteidigung gehen. Scheiße, hab ich falsch gesetzt. Richtig geiles Game. Fertig machen habe ich jetzt das Gefühl, dass ich ihn jetzt nicht tue. Aber bis. Aber gut machen tue ich sicher. Ich hab ihn wieder ruiniert, zerstört. Makelloser Sieg, bra. Ah, okay. Burg 2. Ah, ich bin noch immer auf Burg 2. Aber Level 3, ja. Ich hoffe, ich kann... Ich hätte vielleicht die anderen nehmen sollen, aber egal, let's go. Ein Gamer geben wir uns noch. Bramiskis und Brachigas. Wenn Bratschiges unter euch am Start sind. Bis jetzt habe ich ja fast nur Bramiskis als Abonnenten. Da gehen wir natürlich gleich einmal richtig eine volle Pulle. Fertig seid ihr. Bam. Okay, der hat nur um 2 weniger als ich, aber 2 sind 2. Okay, oder vielleicht hätte ich mir eine Bombe hineintun sollen. Beziehungsweise die Skelette. Okay, ja, ich hasse das. Ich weiß, verstehe nicht, warum ich den kriege. Warum ich den nicht kriege, weil der ist richtig geil. Geil und gut. Mit dem mache ich dich jetzt fertig. Bratan. Oh, der Hurensohn. Entschuldige für das Wort. Entschuldige für die Wörter. Aber ich hätte ihn fast fertig machen können. Aber anscheinend ist dieser richtig gut. Vielleicht hätte ich nicht Lord schreiben sollen. Sonst so. Okay, der geht's volle Kanne. Setze ich auch mal Feuer, dann ist er nämlich auch weg. Bam! Und jetzt kann ich wieder auf vollen Reset gehen. Ich hätte den fast fertig machen können, aber leider hat er ja Feuer gesetzt, der kleine Hund. Bevor das Video nur zu lange wird, stoppe ich jetzt. Nein, Spaß. Jetzt mache ich das Spiel. Ich mache das Spiel schon noch fertig. Okay, jetzt hat er mich fertig gemacht.
Der kleine Hund. Soll ich aufgeben? Na, ich gebe auf. Der macht mich fertig. Nein, scheiße, ich hätte gleich vorsitzen sollen. Ja, egal, Niederlage. Gut. Wenn ihr weiter solche Videos wollt, abonniert diesen Kanal. Und schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr... Ja, und like dieses Video. Und wenn ihr noch nicht auf diesem Kanal habt, wie gesagt, abonnieren. Und dann gehört ihr auch zu der Stay TikTok Gang. Brrrr, Rock. Tschüss.